Aber was will man denn? Alle idealtätistischen Versprechungen dienten immer nur dem Machterhalt der Krieger-, Königs- und Schamanenkaste. Diesem Händlerpack, das die Macht, Vollkommenheit durch idealtätistische Verführungsmetaphern einer Herde gegenüber mit Verdingung aufs Morgen und Übermorgen bewerkstelligten. Das hat nicht nur der Katholizismus so gemacht, sondern alle Religionskasten seit den Sumerern bis zuletzt jenem Beitrag, den ich gestern in Sternstunde Philosophie gesehen habe, wie der Stalinismus zum Beispiel es vermochte, das Volk auf ein Übermorgen, auf das Beharren einer besseren Zukunft der angeblichen Gleichheit zu verdingen mit Millionen und Hektotonnen von Leichen. Kein Unterschied zum Nationalsozialismus, kein Unterschied zu allen Machtimperativen, die immer eine größere Gerechtigkeit, eine spätere Ewigkeit, eine Belohnung im Jenseits der Zukunft oder in den Himmeln versprechen. Und es ist klar, dass alle Systeme, die sagen, mit dem Körper, der nur hier und jetzt sein kann, steht und fällt alles. Und wenn der weg ist, gibt es kein Seelenvermögen mehr, sodass das die andere Seite der Immanenz augenblicklichen, der Nietzscheaner mit den eucharontischen oder indischen Verführungslogiken bedingt. Und auch das ist wieder nur sofort umgeschrieben worden in eben Erleuchtungsevidenzverlockungen, wobei Buddha, der in der Mitte war, nicht von Erleuchtung, sondern von Erwachen gesprochen hatte und sicher nicht gelächelt hat und auf die Party gegangen ist.